Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Mein Name ist Ziska und ich heiße im Internet überall Distel oder Distelfliege und ich begrüße euch ganz herzlich zur Episode 166. Heute habe ich für euch was über Stricken, ein bisschen, naja, sehr wenig über Spinnen, etwas über ich habe die Hefte schön, ein bisschen urbane Selbstversorgung und was ich gerade toll finde und dann habe ich einen Stash-Kassensturz gemacht und darüber wollte ich dann auch noch reden. Und heute geht's wie immer ein bisschen los mit Housekeeping, also ja, so ein bisschen die langweiligen Alltagsdinge, die auch immer ein bisschen vorkommen im Podcast und so ein bisschen das Tagesgeschäft. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für das Feedback zur letzten Episode. Was ich meistens jetzt bei Ravelry bekomme, weil ich ja nicht mehr auf den gängigen sozialen Medien vertreten bin und umso mehr freut es mich, dass ich trotz der Situation, dass ich nicht auf den gängigen Medien bin, trotzdem noch nettes Feedback kriege zu den Folgen. Also ist echt total super. Dankeschön. Und ja, dann gibt es ein Hollandrad-Update. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich mein Hollandrad wieder restauriert habe und fit gemacht habe. Und das kann ich jetzt auch unglaublich gut gebrauchen, weil jetzt ist ja der Wintereinbruch in Berlin vor allem auch sehr stark. Also wir haben viel Schnee und Eis. Und dieses Hollandrad hat vorne und hinten gut profilierte Reifen und es hat vor allem eine sehr geradlinige Rahmengeometrie. Also das hat eine unglaublich große Spurtreue und ich kann damit wirklich durch Schnee, über was weiß ich, Eis, Schnee, man kann damit fahren und es passiert mit höchster Wahrscheinlichkeit nichts Schlimmes. Man muss natürlich trotzdem vorsichtig fahren damit, aber es ist ein sehr tolles Winterfahrrad und ich fahre jetzt sehr viel damit. Bin ich sehr froh, dass ich es repariert habe. Leider kann man in Berlin nicht wirklich den städtischen Betrieben bescheinigen, dass sie die Fahrradwege gut in Schuss halten würden. Die werden eigentlich gar nicht gepflegt und gar nicht, das ist wenigstens auch unfair zu denen, aber die Hauptwege werden halt so alibimäßig hier und da mal geräumt, aber das war's dann. Ich muss einfach mal gucken, dass ich die Anhängerkupplung ans Hollandrad mache und dann mit einem Anhänger einkaufen fahre mit dem Winterrad, weil das ist sonst, macht's keinen Spaß. Ja, ich bin dann auch nach Hause gekommen an demselben Tag und habe abends dann, habe ich dann ein leichtes Fieber gekriegt und Kopf- und Gliederschmerzen. Also ich hatte dann eine kleine Erkältung gehabt oder halt so einen grippalen Infekt, wie man das nennt. Dann war ich schön Donnerstag zum Abstrich machen bei meinem Arzt und das war total super organisiert und ging total schnell und unbürokratisch. Am Freitag habe ich dann das Ergebnis gekriegt, dass ich negativ getestet wurde auf SARS-CoV-2, voll cool auch. Und eigentlich bin ich jetzt auch wieder gesund. Ich schlunz noch einen Tag zu Hause rum heute. Es ist jetzt Sonntag, Sonntag, der 14. Februar. Ja, und apropos Corona, ich bin jetzt Hardcore Melanie Brinkmann-Fan. Das ist die Virologin aus Braunschweig, die beim Helmholtz-Zentrum arbeitet und die jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr in den Medien war, weil sie die sogenannte No-Covid-Strategie vertritt. Und ich finde sie deswegen toll, weil sie halt Klartext redet, also sie
versucht nicht irgendwie die Sachen so schön zu balsamieren, sondern sie sagt halt auch bestimmte Sachen, die vielleicht schlecht sind zu hören, die aber total wichtig wären, damit wir das alles gut hinkriegen. Dafür muss ich sagen, schätze ich die sehr und ich finde auch diese No-Covid-Strategie total gut und total interessant und finde, wir sollten das machen, weil das eigentlich das Einzige ist, womit man das dieses Jahr noch halbwegs retten kann. Und weil man es, denke ich, sowieso machen muss, also ups, mein Pop. Ich sitze hier gerade und nähe mein Cassidy-Sweater zusammen und dauernd, wenn ich nicht aufpasse, dann komme ich mit meiner Nähnadel, mit so einer riesen Stopfnadel, komme ich dann an mein Mikrofon dran. Ja, Melanie Brinkman, total super. Und No-Covid-Strategie, total super. Und was ich bei ihr natürlich auch super finde, ist, dass sie diese Selbsttests für alle zu billigen Preisen oder gar keinen für zu Hause, dass sie das halt propagiert, dass sich alle selber testen können müssen. Und da bin ich ja seit letzten Sommer, seit es der Michael Minner aus Harvard gesagt hat, bin ich davon auch total überzeugt und bin davon Fan. Und genau, Melanie Brinkman. Ja, ich habe jetzt auch noch eine, ja, ich hatte hier in meine Shownotes geschrieben, dass ich habe ja letztes Mal auch über Eisbaden erzählt, dass ich immer Eisbaden gehe. Und da gibt es jetzt noch mehr Updates, als ich hier hingeschrieben habe. Also ich habe geschrieben, dass wir jetzt in Berlin, dass das schon ein bisschen überhand genommen hat. Also dass das schon so ein Partyersatz wird, dieses Eisbaden. Und die Leute wirklich mit 20 Leuten und Musikanlage da anrücken. Und dass am Wochenende, du kannst eigentlich nicht mehr in irgendeinen See springen, weil an allen Ufern hacken die Leute Löcher rein und stürzen sich in die eisigen Fluten. Und für mich ist es ein bisschen zu viel des Hypes, muss ich sagen. Also es ist mir ein bisschen unangenehm, wenn man am Wochenende kann man eigentlich nicht mehr irgendwo in Ruhe das machen gehen. Und ich verstehe das ja auch, dass gerade in einer Großstadt und es hat alles zu, da müssen die Leute ja irgendwo hin und dann gibt es halt einfach nicht so viel Platz. Da muss man ja irgendwo hin, das verstehe ich auch. Andererseits, was aber auch schlimm war und also was jetzt eine sehr traurige Nachricht ist, ist, dass letzte Woche jemand, also genau, ich glaube Sonntag oder Samstag, ich glaube Samstag war das auch, da ist jemand beim Eisbaden ertrunken bzw. erfroren oder unter Kühlung, weil die Person unter das Eis getaucht ist oder eben irgendwie drunter gekommen ist und dann nicht mehr rausgekommen ist. Und die Feuerwehr musste mit 50 Leuten stundenlang in diesem Teich rumtauchen, um die Person zu finden. Die war 2,5 Stunden vermisst. Und hat es halt dann nicht geschafft. Und das hat jetzt auch nochmal dem Ganzen ein bisschen einen ganz schönen Dämpfer verpasst, auch bei mir. Also nicht, dass ich Angst hätte, dass ich das falsch machen würde. Zum einen würde ich niemals da reingehen, wo man keinen Boden unter den Füßen hat, sondern ich stehe immer. Und zum anderen würde ich ja nicht unter das Eis runtertauchen. Dazu braucht man wirklich einen Rettungstaucher, der da immer dabei ist mit richtiger Ausrüstung, wenn man das so machen will. Also auch die Leute, die wie hier Wim Hof wird ja immer gezeigt in seinen Videos, dass er so einen Eistauchrekord hat unterm Eis und der hatte immer also Leute in voller Ausrüstung dabei und der hat es ja auch einmal, hat er sich verschwommen unterm Eis und der wäre dann hops gewesen, wenn ihn der Taucher da nicht rausgezogen hätte. Ja, genau, und aufgrund halt von diesem traurigen Unfall in Berlin sieht jetzt natürlich die Polizei auch zu, dass man sich nicht überall
verbotenerweise in die Fluten reinstürzt. Dadurch muss man jetzt auch ein bisschen sich da mehr zurückhalten. Ja, ich war jetzt die Tage sowieso zu Hause wegen meiner zum Glück sehr kurzen und leichten Krankheit. Also ich hatte 2 Tage was und danach war es eigentlich wieder gut. Bin jetzt noch ein bisschen, habe jetzt noch 2 Tage Erholungspause gehabt und morgen geht's weiter mit Arbeiten. Naja, aber ich war jetzt sowieso ausgenockt und zu Hause und habe mich zu Hause mit meinen Hobbys beschäftigt und deswegen habe ich das nicht so mitgekriegt wie in Berlin. Nein, die ganze Stadt sich auf den Eisflächen getummelt hat, sind auch sehr viele Leute eingebrochen und die Polizei ist dann hinterher gewesen, die Leute vom Eis zu kriegen und ich hätte es halt praktischer gefunden, wenn die so dezidierte Leute abgestellt hätten, die das Eis messen und das dann sozusagen fürs Eislaufen zum Beispiel freigeben würden, wenn es möglich ist, da das zu benutzen, anstatt einfach zu sagen, ja, alle runter und weg da, es geht nicht und so. Also kann auch sein, dass es so gemacht werden würde, dass das offiziell hätte freigegeben werden können, nicht oder anders. Hätte sein können, dass die das hätten machen wollen, aber dass es halt einfach nicht dick genug war. Aber das glaube ich eigentlich nicht, weil es war jetzt die ganze Zeit sehr, sehr kalt und da sind auf allen Seen die Leute am Polka tanzen gerade. Na gut, das war's dann von meinem Alltagsupdate und wir kommen dann zum Thema Stricken. Ja, bei mir stand die letzte Zeit alles im Zeichen des Swallowtail Shawl. Also das ist so ein Lace-Tuch, das ist schon ganz lange ein freies Muster auf Ravelry. Ich habe das bestimmt 2008 oder so schon oder 2009 werde ich das wahrscheinlich in meine zu stricken Liste eingebracht haben. Und jetzt bin ich ja mal spontan, habe ich mich entschieden, das zu stricken. Und es ist jetzt auch schon fertig. Also ich habe da jetzt keinen Monat dran gestrickt und es hat total Spaß gemacht und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe es gestern abgekettet, gewaschen und gespannt und ja, es ist ja immer richtig atemberaubend, wie so ein Stricktuch durch das Spannen einfach an sich da entfaltet. Es ist richtig schön geworden. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich damit machen soll, weil ich ja nicht so die Trägerin der Lace-Tücher bin, aber ich stricke sie halt gerne. Jetzt muss ich da halt jemanden finden, der sich da für erwärmen kann, so ein Stricktuch zu haben. Und das ist aber jetzt erstmal gerade nicht so meine Sorge, sondern ich freue mich jetzt erstmal, dass es fertig ist. Und in diesem Zuge des Spannens vom Swallowtail habe ich mich dann echt mal einen Ruck gegeben und habe den Cassidy-Sweater aus der UFO-Box genommen und habe den auch ins Waschwasser geschmissen und habe die Einzelteile, also das ist so eine Strickjacke. Der Cassidy ist eine Strickjacke und da die wird in Teilen gestrickt und die werden nachher zusammengenäht und diese Zusammennäherei der Teile, die soll halt dann passieren, nachdem die Teile gewaschen und geblockt worden sind. Und ja, blocken ist in dem Fall nicht, dass die man so dolle spannen müsste, sondern dass man die einfach nur flach zum Trocknen legt, so habe ich es jedenfalls verstanden. Und sich dadurch noch eventuelle Ungleichmäßigkeiten und Spannungen im Strickstück aufheben durch diesen Vorgang und dass man das dann nicht zusammennäht und das nachher nach dem ersten Waschen irgendwie schief und krumm wird, weil sich das dann erst nach dem Nähen alles ausgleicht und ausbalanciert. Also so verstehe ich das, warum man das macht. Ich könnte es natürlich auch nachlesen und das fachlich kompetenter sagen.
Aber das habe ich nicht gemacht und deswegen ist das jetzt eine total unqualifizierte Aussage, die ich aber immerhin mit einer Freundin abgeglichen habe und deswegen denke ich, dass sie schon stimmt. Ja, ich habe den Sweater geblockt, oder beziehungsweise die Einzelteile und ich sitze jetzt original hier und nähe sie zusammen, so wie es in der Anleitung steht. Und das hat mich viele Monate Anlauf gekostet und deswegen bin ich gerade total froh, dass ich hier sitze und diesen Arbeitsschritt mache, weil danach kann ich das letzte Garn nehmen, was ich dafür gesponnen habe und kann das Ding fertig stricken. Ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich wirklich sehr, sehr drüber. Parfen muss ich auch bei der Gelegenheit vernähen, aber das macht nichts. Genau, ich bin mal gespannt, ob mir das da Ganze dann so richtig gefallen wird, weil das ja schon aus sehr verschiedenen von mir handgefärbten und selbst gesponnenen Garn gemacht ist. Und das kann natürlich damit enden, dass das so ein super bunter Hundeffekt wird, also dass der Sweater einfach, ja, wie so ein willkürlich zusammengeschmissenes Stück Tand aussieht am Ende. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht mit den richtigen Knöpfen und wenn der halbwegs okay fertiggestellt wird, dann wird es schon hoffentlich schon gehen. Auf jeden Fall denke ich, dass er passen wird und das wird auf jeden Fall cool. Ja, was ich jetzt natürlich auch mache, ist meine Strickprojekte abzudaten auf Ravelry, weil ich habe jetzt den Swallowtail habe ich fertig gestrickt und dann habe ich auch den Cassidy werde ich auch bald fertig haben und ich habe eigentlich total viele Socken gestrickt, die ich noch gar nicht in meiner Projektseite drin hatte. Und hatte so den vollen Einpflegestau und da habe ich jetzt im Zu habe ich Fotos gemacht vom Tuch, habe den Cassidy weiter am Start und dann habe ich gedacht, komm, mach auch noch den Einpflegestau weg und dabei habe ich festgestellt, dass ich glatt zwei Paar Socken verschenkt habe, ohne sie fotografiert zu haben, habe ich wieder super gemacht. Auf jeden Fall habe ich jetzt keine Fotos für meine Projektseite. Da muss ich mal die Leute, die die Socken gekriegt haben, vielleicht bitten, dass sie mal ein Foto machen und mir das schicken. Reicht ja irgendwie so ein Handyfoto. Ah, ich muss da besser werden. Und genau, jetzt habe ich natürlich Bock, was Neues anzufangen, weil ich jetzt eigentlich gar, außer dem Cassidy, gar kein UFO mehr habe oder gar kein. Was nichts mehr, was in Arbeit ist. Auch mal cool. Und habe jetzt mal ein paar Sachen zusammengestellt aus meinem Stash, die ich demnächst stricken will. Und habe jetzt einen ganz alten, also ich habe tatsächlich meinen ganzen Stash wieder rausgelegt. Ich tue das jetzt einfach mal jetzt integrieren, weil sonst, ich habe eigentlich den Punkt Stash-Kassensturz ganz nach hinten gestellt, aber ich ziehe das jetzt vor, weil sonst passt das mit dem Stricksegment gar nicht. Also ich habe gestern wirklich, war ich super aktiv und habe mich sehr viel um meine Stricksachen gekümmert, gestern und vorgestern. Und habe halt auch meine ganze Garne, meinen ganzen Wollvorrat aus den Kisten genommen und habe alles auf dem Boden ausgelegt, wie ich das jedes Jahr mache. Alles durchgeguckt und geguckt, ob auch ja keine Motten irgendwo drin sind. Und es war alles super, also sah alles ganz okay aus, zum Glück. Und dann habe ich alles geguckt, ob alles mit meiner Vorratsdatenbank übereinstimmt und habe halt im Zuge dessen auch die Projekte nachgepflegt auf Ravelry, damit das alles übereinstimmt. Also bin ich sehr, sehr zufrieden und stolz, dass ich da endlich weitergekommen bin.
Und genau, laut meinem, man kann ja immer auf Ravelry sich sein Vorrat, sein Wollvorrat, wenn man ihn denn auch eingepflegt hat, als Excel-Tabelle runterladen. Und das mache ich ja einmal pro Jahr. Und den letztes Mal, als ich ihn runtergeladen hatte, war Januar 2020. Und jetzt habe ich ihn nochmal mir als Excel-Tabelle runtergeladen. Und das Ganze ergibt, dass ich laut, ich hatte Januar 2020 53 Kilometer und 668 Meter Garn. Das ist schon eine Hausnummer. Das Ganze wog 17 Kilo und 773 Gramm. Jetzt habe ich noch 50 Kilometer und 720 Meter Garn und das Ganze wiegt 17 Kilo und 66 Gramm. Das heißt, es hat abgenommen insgesamt um, ja, so gut wie, also 3000 Meter Garn sind es jetzt weniger, als es vor einem Jahr waren und ungefähr 700 Meter weniger, als es vor einem Jahr waren. Gestrickt habe ich aber mehr als 3000 Meter, weil ich ja auch was dazugekriegt habe in meinen Vorrat. Also ich habe ja auch was gesponnen. Gekauft habe ich nichts die ganze Zeit 2020. Ich habe praktisch nur einen Zuwachs gehabt durch unsere Färbaktionen im Februar 2020 und dann habe ich halt auch noch was nachspinnen müssen für mein Cassidy-Projekt und dadurch ist praktisch das Einzige, was dazugekommen ist, waren diese zwei Dinge, also Spinnen und ein bisschen Garn. Also ich glaube, ich habe 800 Meter Garn durch die Färbaktion dazugekriegt. Das muss ich sagen, kann sich schon ganz gut sehen lassen und wenn alles gut geht, werde ich dann nächstes Jahr auf jeden Fall unter 50.000 sein, da werde ich dann eine 4 vorne stehen haben. Also klappt schon sehr gut mit meinem Stash-Abbau. Ja, man kann sich auch anzeigen lassen, wie viel Meter man in den Projekten verstrickt hat, die letztes Jahr fertig geworden sind. Und da wird mir angezeigt, 3574 Meter Garn stecken in den Projekten, die ich 2020 fertig gemacht hatte. Und da ist jetzt zum Beispiel der Cassidy noch nicht drin, weil der dann noch nicht fertig geworden ist. Der wird dann 2021 mitgezählt werden. Und zwar mit allem Garn, auch wenn es 2020 schon verstrickt wurde dafür. Aber egal. Ja, das war mein Stash-Kassensturz. Voller Erfolg, würde ich sagen. Im Moment habe ich meine ganzen Garnboxen auf dem Balkon stehen, weil wir nachts ja minus 10 Grad haben und ich finde ja, dass man einmal pro Winter die Wolle mal durchfrieren lässt. Das tut ja ganz gut, auch wenn nichts drin war an Schädlingen. Dachte ich, das kann dem Garn jetzt nicht schaden, wenn es mal in die Kälte kommt. Und jetzt kriegt man ja ein Kühlhaus für umsonst von Mutter Natur geliefert. Also was will ich mehr? Genau, und jetzt, wo ich das erzählt habe mit dem Stash-Kassensturz, kann ich ja weitererzählen, weil das, was mir jedes Jahr passiert, wenn ich das mache, ist, dass ich absolut überwältigt bin von wie viel tolles Garn ich gemacht habe und ge in meinem Besitz sich schon befindet. Und dann habe ich immer Lust, alles auf einmal zu nehmen und damit zu stricken, weil es einfach alles so schön ist. Und ich habe dieses Jahr das mal so gemacht, dass ich das Garn in eine Reihe auf meinen Boden ausgelegt habe, in der Reihenfolge, wie ich das bekommen habe. Also praktisch Stash von 2008 aufgereiht bis heute. Und dann habe ich ein Garn genommen, was ganz, ganz vorne in der Reihe war. Also mein allerältester Stash ist so ein Sockengarn von Opal, einfach so ein wunderschönes, rotbraunes, einfarbiges Uni-Sockengarn. Und da mache ich jetzt
Socken draus, die habe ich angeschlagen. Dann habe ich noch ein paar Beutel für den Yeti Club 2021 zusammengetütet von Sachen, die ich gerne dieses Jahr auch stricken will. Habe ich mir ein paar Strickpackungen zusammengestellt. Und genau, da kann es jetzt auch mit losgehen, habe ich aber noch nicht angefangen damit. Und jetzt nähe ich ja erstmal den Cassidy-Sweater zusammen. Also eigentlich kann das gerne von mir aus so bleiben, dass man immer so ein, zwei Projekte nur hat und nicht allzu viel gleichzeitig nebenher macht. Weil dann sehe ich doch schon, dass viel Fortschritt passiert an jedem einzelnen Stück. Und ich mag ja auch meine Projekte ganz gerne. Also ich stricke ja nichts, was mir keinen Spaß macht. Und ja, so kann es gut und gern auch weitergehen. Das war's vom Stricken. Und dann erzähle ich noch ganz kurz zum Spinnen hinterher, dass ich wirklich, wie ich gewollt habe, endlich mein Projekt fertig mache mit einem grauen Corydale Tweed Garn. Das soll ein dreifädiges Garn werden. Und das wird relativ dünn gesponnen, sodass praktisch das dreifädige Garn dann so bei Double Knit oder Sport Weight rauskommt. Und das ist aus Beds, die ich selber mit meinem Kardiergerät zusammen kardiert hatte. Und die sind hauptsächlich aus einem Kammzug von grauem Corydale und verschiedenen kleinen netten Zugaben wie Seide oder Merino Bunt oder kleine Nupsis und so. Und das wird dann so ein klein tweediges, angenehm schönes, abwechslungsreiches, weiches Garn. Und das wird nachher noch an einer Stelle mit Grün und Schwarz überfärbt. Und an anderen Stellen bleibt es halt naturgrau mit den bunten Sachen drin. Und ich habe einen Strang schon mal Probe vorgefärbt und das wird einfach ein fantastisch schönes Garn werden. Da freue ich mich auch schon drauf. Genau, das war's jetzt vom Stricken und Spinnen. Und jetzt kommen wir zu, ich habe die Hefte schön. Ja, für diejenigen, die meinen Podcast zum ersten Mal hören, das Segment, ich habe die Hefte schön. Da geht es um alles, was so mit Schreiben in Notizbücher zu tun hat. Also entweder es geht um Bullet Journaling oder um Art Journaling oder auch um die Schreibwerkzeuge. Also heute geht es mal um die Schreibwerkzeuge und zwar um meine Füllersammlung. Ich habe irgendwie vor geraumer Zeit, bin ich auch diesem Füller, Füllersammel- und Füllerliebhabe-Film angehangen und habe dann auch gute Tipps gekriegt von den Füller-Nerds in unserer Community. Und hier schöne Grüße an Damn Snob und Monika. Ich habe aber jetzt nicht so einen exklusiven Füllergeschmack und dadurch hat sich bei mir so eine kleine Sammlung an von wenigen etwas besseren Füllern, aber keinesfalls irgendwie High-End schicki Füller und halt super billigen bunten Plastikfüllern ergeben. Und ich habe die neulich auch mal gekondot, würde ich das nennen. Also ich bin durchgegangen und habe halt ein paar Füller versucht, die... Also ich habe einen Füller zum Beispiel, mit dem ich geschrieben habe und der mehr und mehr Sperränzchen gemacht hat. Den habe ich dann genommen und habe den versucht zum Schreiben wiederzubringen und habe den dann irgendwie aufgegeben und aussortiert. Und so habe ich das dann tatsächlich mit einigen gemacht und musste feststellen, dass ich doch eine gute Anzahl an Füllern aus meiner Sammlung entweder kaputt repariert habe oder dass sie einfach schlecht waren. Also einen, den ich tatsächlich kaputt repariert habe, war der Caveco Sport, den ich mir mal gekauft habe. Der hatte eine schöne, extra feine, goldene Feder gehabt, also vergoldet
War jetzt kein so ein teurer Füller. Aber ich glaube, 20 Euro hat er schon gekostet. Und der hakelte immer beim Schreiben, der schrieb halt nicht richtig. Und dann habe ich versucht, an der Füllerfeder rumzubiegen. Und der Erfolg des Ganzen war, dass er irgendwann überhaupt nicht mehr geschrieben hat. Und dann habe ich die Füllerfeder halt wahrscheinlich zu brutal versucht zu modifizieren, bis sie dann halt wirklich kaputt war. Und bei den anderen Füllern, die ich da nicht kaputt modifiziert habe, habe ich mir dann mal so Videos angeguckt, wie man eigentlich Füllerfedern, die nicht gut schreiben, was man damit noch selber machen kann, ohne den Füller zu ruinieren. Und das Ganze habe ich dann versucht mit einem billigen bunten Plastikfüller von Staedtler zu machen, und da stellte sich dann aber raus, dass nicht die Feder bei dem das Problem ist, sondern dass der im Deckel, also die Kappe vom Füller, hatte so viele luftdurchlässige Stellen, dass der einfach ständig ausgetrocknet ist. Den hast du ja nur da liegen lassen, und dann war er nach einem Tag total ausgetrocknet, und dann musste man den halt wieder jeden Tag zum Schreiben bringen, bevor man damit schreiben konnte. Und es hat mich dann total genervt. Und dann habe ich die Kappe genommen und habe die mit einer Bienenwachskerze so beträufelt, dass die Luftlöcher verstopft waren. Und dann habe ich gedacht, ja super, jetzt trocknet er nicht mehr aus. Und er ist auch nicht mehr ausgetrocknet. Er ist nämlich dann wunderbar flüssig immer geblieben. Aber dann war das so, wenn man jetzt diese Kappe abgezogen hat, dann sind immer dicke Tintentropfen durch die ganze Gegend gespritzt, weil diese Luftlöcher in der Kappe dazu gedient haben, dass kein Vakuum entsteht in der Kappe beim Abziehen. Und als ich die Löcher verstopft hatte, entstand dann so ein Unterdruck in der Kappe. Und dieser Unterdruck hat wirklich in dicken Tropfen die Tinte aus der Patrone gezogen und durch die Gegend geschleudert. Also es war richtig eine schlimme Sauerei. Und ich habe mir dann gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass diese Kappe entweder so luftdurchlässig ist, dass der Füller austrocknet, oder so dicht, dass ein so einer Unterdruck entsteht, dass die halbe Patrone leer gezogen wird, nur vom Kappe abmachen. Und dann habe ich den Füller genommen und habe ihn in einem hohen Bogen in den Müll geschmissen. Es ist jetzt nicht sehr müllvermeidungsmäßig, aber ich muss wirklich sagen, sowas braucht kein Mensch. Also was ist denn das für eine Fehlkonstruktion? Echt mal. Naja, auf jeden Fall, das war so meine Story mit dem billigen Staedtler-Füller. Und dann habe ich wirklich, also so langsam, boah, jetzt weiß ich nicht, wo ich das hier zusammennähen soll. Jetzt muss ich mich mal an der anderen Seite orientieren. Okay, aha. Genau, also der Staedtler-Füller und ich haben unsere Wege getrennt, und anhand dessen habe ich mir dann überlegt, da guckst du doch mal, was du behalten willst an Füllern. Bin ich nicht so zufrieden, wie ich diese. Ich habe, glaube ich, meine eine und mein anderes Vorderteil von dem Cassidy-Sweater nicht ganz exakt gleich gestrickt. Naja, das kriege ich trotzdem irgendwie hin. Ja. So, jetzt brauche ich das Garn. Ja, dessen ungeachtet schlägt mein Herz schon noch für die Billo-Füller, würde ich sagen. Also es muss jetzt kein teurer Füller sein, damit ich glücklich bin. Und ich habe halt auch noch, also von den Billigfüllern habe ich zum Beispiel einen Online-Füller, der sehr gut schreibt, mit dem ich auch sehr gerne schreibe. Dann habe ich noch ein paar Wing Sung 3008-Füller, die hat mir damals Dem Snob empfohlen. Und ich bin echt happy mit denen. Also sie sind einfach schön und schreiben gut, und da hat einer echt 3 € gekostet. Das ist schon, Preis-Leistungs-Verhältnis ist schon fantastisch, muss ich sagen. Ja,
Und was ich aber auch gerade noch dann gemacht habe, ist, ich habe einen teuren Füller, nämlich einen Twisby Diamond 580 Aluminium. Den habe ich mir mal Gebrauch gekauft über eBay Kleinanzeigen. Da war er nicht so teuer wie neu zu kaufen, weil ich einfach diesen Füller total schön fand und wollte ich den, ja, dadurch, dass es da einen gebraucht gab, da habe ich dann zugeschlagen. Und diesen Füller, den hatte ich letzten Sommer mit einer Dokumententinte drin, paar Monate nicht benutzt gehabt, also 2 Monate vielleicht, und dann war die Dokumententinte da drinne halt ein bisschen eingetrocknet und das hätte den Füller wirklich ruinieren können. Und es hat jetzt lange gedauert mit viel Durchspülen und mit viel anderer Tinte und mit wirklich regelmäßig den zu benutzen und damit zu schreiben. Aber jetzt schreibt er wieder wie neu. Also alles gut geendet damit, muss ich sagen. Zum Glück, zum Glück. So. Muss ich hier gucken, dass ich meine Stücke nicht schief zusammennähe. Genau, das war mein Füllersegment. Oh, da gibt es natürlich noch den Füller-Krimi, der gerade abläuft. Also ich habe ja 2020 Füllerkaufverbot gehabt im Zuge meines Kaufnix-Jahres und das habe ich auch eingehalten, bis auf einmal. Da bin ich, glaube ich, auch im April oder so durch eine Drogerie gegangen, während des ersten Lockdowns. Da hatten ja die Drogerien noch offen. Und habe mir da einen Lamy Safari, einen durchsichtigen mit extra feiner Feder gekauft, weil er einfach mich so angelacht hat und ich wollte unbedingt einen Lamy mit feiner Feder haben. Ich liebe den ja auch immer noch voll, also ich bereue überhaupt nichts. Und dann habe ich auch eigentlich mir vorgenommen, 2021 keine Füller mehr zu erwerben, aber ich habe halt seit über einem Jahr noch einen Twisby Eco auf meiner Wunschliste gehabt. Und jetzt, wo ich halt doch den Städtler Füller entsorgt habe und noch irgendwie einen anderen Füller, der auch irgendwie nicht mehr zu retten war oder kaputt repariert war, dann habe ich einen von den Wing Sung Füllern verschenkt und dachte, okay, jetzt ist ja schon wieder Platz in meiner kleinen Füllersammlung. Dann kann ich mir jetzt doch mal diesen Twisby Eco gönnen. Und dann bin ich zu einem Online-Shop gegangen und habe den bestellt. Und das ist inzwischen so einen Monat her und ich warte noch auf die Bestellung. Und das Ganze ist mir jetzt schon langsam ein bisschen zu viel der Vorfreude, aber was soll man machen, ne? Ich habe zuerst lag es daran, dass eine Tinte nicht lieferbar war, weil die Tinte aus Großbritannien kommt und wo sich der Zoll keine Idee, keinen Gedanken gemacht hat, wie er jetzt mit dem Brexit umgeht. Im Shop war leider nicht gekennzeichnet, dass die Tinte nicht auf Lager sei, sonst hätte ich sie vielleicht einfach gar nicht bestellt. Dann haben wir irgendwann uns per E-Mail darauf geeinigt, dass ich die Tinte zurückerstattet kriege und sie mir die anderen Sachen in der Bestellung schicken. Und das war dann aber leider so, dass dann kam dieser Kälteeinbruch und in dem Shop wird halt keine Tinte bei starken Minusgraden verschickt, wegen der Gefahr, dass die Tinte einfriert und dann das Tintenglas kaputt geht, wenn man das aufmacht. Das möchte ja keiner, also muss ich jetzt erstmal warten, bis die Kältewelle vorbei ist und dann bekomme ich halt diesen Füller und zwei Tinten geschickt. Ne, drei Tinten. Ich habe so eine schwarze, wasserfeste Sketch-Tinte bestellt und eine türkis-blau-grüne Tinte von Diamine und eine Pelikan-Edelstein-Tinte namens Smoky Quartz. Und ja, da bin ich schon mal gespannt drauf. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch dauert,
bis das Wetter die Verschickung der Bestellung überhaupt zulässt. Und das, dann kann man nur sagen, was lange währt, wird am Ende bestimmt ganz gut. Ja, das war also mein Füller-Update. Und jetzt kommen wir. Ah, ich bin jetzt nicht so zufrieden mit dem Zusammennähen. Das ist ja, sind ja voll die Beulen drin. Naja, muss man mal gucken, ob sich das durchtragen. Daher sieht man das nicht mehr. Genau, das war das Hefteschön-Segment. Und dann kommen wir zur urbanen Selbstversorgung. Und da geht es ums Brotbacken. Also, ich muss jetzt erstmal vorausschicken beim Brotbacken. Das ist, was ich jetzt sage. Da solltet ihr in der Podcasting auf Deutsch Strick-Community euch bitte nicht so angesprochen fühlen, weil ich von euch mitgekriegt habe, dass ihr ziemlich viel Wissen und Liebe und alles euch da, also dass ihr das alles mit Fachwissen und Liebe macht. Und wenn ich eure Brote sehe, kann ich oft nur sagen, die sehen aus wie vom Profi und ihr seid einfach fachlich oft ziemlich top. Also ihr lest ja auch die Bücher von dem Lutz Geißler vom Plötzblock zum Beispiel. Das ist einer, der sich das beste Beispiel dafür ist für einen Laien, der sich das so gut selber beigebracht hat und so viel Wissen selbst angeeignet hat, der gibt jetzt Kurse bei der Bäckerinnung und bringt den Bäckern das Backen bei, also den ausgebildeten Bäckern bringt er fortbildungsmäßig das Backen bei, obwohl er das nicht selber gelernt hat, also im Betrieb. Und das heißt nichts anderes, als dass man nicht den Schein haben muss, den Bäckergesellen- oder Meisterschein, um guter Bäcker zu sein oder gute Bäckerin, sondern das heißt, dass man aber sich das Wissen kann man sich auch so aneignen, aber man muss es sich halt aneignen. Und das sehe ich bei euch, dass ihr das mit so einem Anspruch auch angeht, dass ihr sagt, okay, ich will gutes Brot backen und dafür lerne ich halt auch ein paar Sachen. So, also bitte jetzt nicht sagen, dass es um euch geht, sondern ich will jetzt reden über das Selbst Brotbacken im Corona-Lockdown, das ist ja so ein Hobby, was sich halb Deutschland so angeeignet hat während der Pandemie. Und ich habe da manchmal so Eindrücke von. Und diese Eindrücke sind manchmal nicht gut. Und zwar ist es so, dass manche Leute eben nicht das Fachwissen haben und sich auch nicht dafür interessieren, wie Brotbacken funktioniert. Und die nehmen dann irgendwelche Wunder- und Zauberrezepte, die so flüsterpropagandamäßig auf Facebook rumgereicht werden und die bestimmte Anfängerfehler eliminieren. Und die denken dann, dass dieses Wunder, Zauber, Hyper, Diaper-Rezept, bloß weil es zum Beispiel einen Anfängerfehler unmöglich macht, dass das jetzt das Ding wäre, wie man Brot backen kann und alles andere wäre scheiße. Also ich rede jetzt hier zum Beispiel, gibt es das sogenannte 3-Minuten-Brot. Und das ist irgendwie ein Brot, wo man Weizenmehl, Wasser, Salz und Hefe, also wirklich eine lächerlich große Menge Hefe nimmt und das alles zu einem relativ sehr, sehr weichen Teig vermischt. Und das Ganze, dadurch, dass der Teig ziemlich weich ist und ziemlich warm und sehr viel Hefe enthält, kommt der immer schnell. Und das Ganze stellt man dann in der Backform in den Ofen. Und heizt in einen kalten Ofen und fängt an, den dann auf die Backtemperatur einzustellen. Und während der Ofen vorheizt, entsteht praktisch so ein warmes Gärklima für das Brot. In der Zeit geht das Brot dann hoch und dann wird der Ofen irgendwann die Temperatur überschreiten, wo das vom Garen
zum Backen übergeht und dann wird es halt gebacken und dann kommt es raus und dann denken die Leute, das wäre jetzt so die Revolutionierung des Backens. Das ist sie aber nicht, sondern diese Methode nimmt euch nur das aus der Hand zu beurteilen, wie lang ein Brot gehen muss. Also das, was viele Leute falsch machen, ist, glaube ich, einfach, dass sie das Brot formen, in die Form tun und es dann zu kurz oder zu lang gehen lassen und das dann in den Ofen schieben, wenn es noch nicht die Reife hat oder wenn es schon überreif ist und dann sind die Ergebnisse halt schlecht. Und dieses sogenannte 3-Minuten-Brot ist halt so konzipiert, dass man diesen Fehler gar nicht machen kann, aber dafür gibt es halt andere Nachteile bei dem Rezept. Und ein Nachteil ist halt die hohe Hefemenge und dafür schmeckt es halt immer sehr hefig. Ein anderer Nachteil ist, dass es nicht wirklich mit allen Mehlsorten, also man kann nicht alle Sorten Brot damit machen, sondern man kann halt einfach nur ein relativ langweiliges Hefeweizenbrot oder Dinkel damit machen. Großgeschmack entwickelt sich nicht, weil es gibt keinen Vorteig, es gibt keine Säuerung, es gibt kein Schnickschnack, aber das stört die Leute nicht, weil das ist ja derartig wundersam, dass man so begeistert davon ist, dass alles andere daneben total verblasst. Dann gibt es noch ein sogenanntes Brot ohne Kneten und dieses Brot ohne Kneten ist ein bisschen eine Ausnahme, weil das wurde von dem New Yorker Bäcker Jim Leahy konzipiert und das ist ein Rezept, wo man wirklich sagen kann, da kann man, wenn man dem genauen Rezept von Jim Leahy folgt, dann bekommt man ein geiles Weizenbrot raus, was wirklich aussieht wie von so einer Bäckerei. Das ist eine lange, weiche Teigführung mit sehr wenig Hefe und Jim Leahy hat sich so ein paar Sachen ausgedacht, die dem Haushaltsofen, die aus dem Haushaltsofen Effekte rauskitzeln, als wenn man in einem professionellen Bäckereiofen mit Dampfanlage und so backen würde. Das finde ich toll. Also ich habe mir das Original No-Knead-Bread-Rezept mal durchgelesen und dachte, das hat er super gemacht. Klar, so kann man zu Hause ein schönes, langgeführtes Weizenbrot backen, was richtig kunstvoll nachher auch aussieht. So, jetzt gehen aber die Leute her und denken, dass der Zaubertrick wäre, das Brot nicht zu kneten. Und dann hören sie halt einfach auf zu kneten und verändern das Rezept aber, weil sie denken, dieses Nicht-Kneten wäre so ein Wundermittel, dass man alles machen kann mit diesem Brot, was man nicht machen sollte. Also zum Beispiel kann man nicht bei diesem knetfreien Brot einfach die Stehzeit des Teiges verändern, weil der Teig von dem Nicht-Knetbrot, der liegt über Nacht, also der wird praktisch über Nacht stehen gelassen. Und das bedeutet, dass sich in dieser ganz langen Zeit die Stoffe verquellen und verbinden und der praktisch dasselbe gemacht wird wie beim Kneten. Also was man mit Kneten erreicht, kann man auch mit einer ganz langen Teigführung erreichen. Wenn man aber jetzt die lange Teigführung weglässt, und das Kneten aber auch weglässt, dann funktioniert es halt nicht so gut. Aber das ist den Leuten egal, weil jegliches Kackergebnis ist denen schon total, das ist schon die Mega-Revolution. Und am Schluss kann man ja sagen, ja, Hauptsache mir hat es ja geschmeckt. Aber da frage ich mich, wieso? Das muss doch nicht sein. Also Misserfolg beim Backen muss nicht sein, wenn man einfach versucht, die Rezepte nicht eigenständig abzuwandeln, so dass es nicht mehr funktioniert. Und wenn man vor allem auch nicht versucht, sich über einzelne sogenannte Wundermittel, also die für irgendwie was herzunehmen, was sie nicht sind, also das einfach nicht kneten, heißt nicht, dass du jetzt alles machen kannst und es gelingt, weil du es nicht geknetet hast. Das klappt einfach nicht, sondern
Bei diesem Rezept von Jim Leahy wird das Kneten ersetzt durch die lange Liegedauer und das nennt sich Autolyse. Das heißt also, dass sich praktisch Sachen lösen und miteinander verbinden durch lange Liegezeit und das hätte sich in kurzer Zeit durch Kneten erreichen lassen. Ja, ich habe nämlich neulich auf YouTube ein Backvideo gesehen, wo jemand dieses sogenannte Brot ohne Kneten Rezept für sich abgewandelt hat. Und das hat praktisch die Liegedauer von über Nacht auf 3 Stunden reduziert. Und also, dass das Brot überhaupt gut geworden ist, ist ein reines Wunder, weil der hat praktisch Mehl genommen und hat da fast kochendes Wasser rübergeschüttet und dieses fast kochende Wasser hätte die Hefe eigentlich so gut wie abgetötet. Also Hefe ist ein lebendes Wesen, das wird durch kochendes Wasser getötet und durch den Backprozess übrigens auch. Aber scheinbar hat ein bisschen der Hefe seinen Mordversuch überlebt und hat das Brot dann doch noch gelockert und dabei hat er erzählt, dass man für dieses Rezept, was er da gerade macht, was nur aus Weizenmehl, Wasser, einen Teelöffel Salz, ein bisschen Zucker und Trockenhefe bestand, dass man das auch rein mit Roggenmehl machen kann. Und ich sage, nein, das kann man leider nicht. Erzähl doch bitte nicht so einen Mist, wenn du keine Ahnung hast, aber gut. Ich weiß nicht, was, weil Roggenmehl muss eine Versäuerung haben, sonst wird es abgebaut. Während der Teig liegt, wird praktisch, der frisst richtig ab. Man kann dabei zugucken. Ich habe das ausprobiert. Und das kann man eigentlich zum Teil schon sehen, wenn man einfach nur Salz vergisst beim Roggen. Roggen ist ein bisschen fummeliger, der braucht ein bisschen mehr, der braucht die richtigen Bedingungen und wenn man dann einfach so ein Wunderrezept macht und sagt, man kann jedes Mehl dafür nehmen, ob Weiß, ob Vollkorn, ob Roggen, ob Weizen, ist egal, dann muss man einfach sagen, es ist einfach nicht egal. Naja, genau, das war jetzt das. Wir hatten jetzt das 3-Minuten-Brot verrissen, jetzt haben wir das Brot ohne Kneten verrissen. Wobei ich wirklich sagen muss, Brot ohne Kneten, dieses Originalrezept ist cool, aber nehmt euch in Acht vor diesen Abwandlungen. Da haben manche Leute wirklich Schindluder damit getrieben. Und jetzt habe ich noch geschrieben, dass ich auch so eine Art Wunderbrot gesehen habe auf YouTube, das eigentlich daraus besteht, dass man Haferflocken und Leinsamen und Flohsamen und alle möglichen anderen Körner zu so einem festen Zement verquellen lässt und diesen Zement in eine Form drückt und dann im Ofen zu so einem Backstein härtet. Und ja, wenn man Lust hat, so einen Körnerstein zu konsumieren, ist es alles gut und schön, aber ich bin doch manchmal schon erstaunt, was alles unter dem Namen Brot durchs Internet gereicht wird. Also das war so meine. Ach so, jetzt habe ich hier noch geschrieben, das Brot ohne Ofen. Das ist jetzt auch gerade total in und wird durch Social Media gereicht. Und das ist im Prinzip so ein Hefefladen, der in der Pfanne gebacken und dann immer gewendet wird. Und ich habe mir das im Video angeguckt und es sieht nicht gut aus. Also da wird immer dann drunter geschrieben, Sie werden nie wieder Brot kaufen, wenn Sie das gemacht haben. Und ich glaube, ich stimme dem einfach nicht zu. Also ich habe das Gefühl, das ist einfach ein fürchterliches, langweiliges Hefebrot aus Weizenmehl, welches dann auch noch, dadurch, dass man das in der Pfanne ständig gucken und wenden muss, ist es eigentlich auch noch viel aufwendiger als im Backofen gebackenes Brot. Also wo man dann denkt, den Ofen weglassen und es in der Pfanne machen,
ist nicht unbedingt leichter und auch nicht unbedingt praktischer und auch nicht unbedingt weniger Arbeit, aber Hauptsache, man kann es irgendwie als Sensation verkaufen. Genau, also ich bin, was diese selbst zu Hause Brotbacken-Trends angeht, wahrscheinlich ist es jetzt überhaupt nichts Neues, was ich sage, aber passt auf, wenn so Wunderbrot oder das revolutionäre Brot ohne Kneten, das revolutionäre Brot in nur 3 Minuten, das tolle Brot ohne Ofen. Also wenn so Sachen so reißerisch angepriesen werden, dann würde ich eher abraten davon, diese Brote zu backen, weil die ganz oft so, also die werden halt einfach, das Problem damit ist, selbst wenn die Ursprungsidee gut war, wird das Zeug populär und dann wird es modifiziert und am Ende weiß keiner mehr, was daran eigentlich gut war und niemand gesteht sich ein, dass das, was man damit als Ergebnis rauskriegt, eigentlich sehr schlecht ist. Und dann wirkt man sich so einen Schleimklumpen runter und sagt, oh, so gut schmeckt mir das, habe ich selbst gebacken. Und ich denke so, ich will mich nicht lustig machen über Leute, die nicht backen können und keine Profis sind. Ich würde eher euch was ganz anderes sagen, wo ich würde sagen, ihr seid besser als das. Ihr könnt auch backen. Ihr seid gut. Ihr habt, das Einzige, was euch in die Quere kommen kann, sind schlechte Anleitungen, schlechte Rezepte und falsche Informationen, die euch Leute geben, die und die euch nachher sagen, ja, wenn ihr dann kein gutes Brot rausgekriegt habt, ah, oh, ist doch super, ihr müsst doch gar nicht wie beim Profi, ist doch ganz toll, Hauptsache es schmeckt. Und ihr denkt, nein, ihr könnt es besser, ihr könnt es besser und wenn ihr strickt oder spinnt, dann sagt ihr auch nicht, ah, oh, ja, ist alles zerlöchert und das passt mir nicht, aber hey, ich bin ja kein Profi, das ist schon okay. So, das macht ihr ja bei keinem anderen Hobby. Also beim Backen würde ich es auch sagen, macht es doch nicht. Ihr seid besser als das und ihr könnt es. Seid einfach skeptisch, wenn so eine Sensationsrezepte durch Social Media geteilt werden. Genau. Jetzt bin ich schon wieder davongetragen worden. Und deswegen würde ich sagen, reicht's für heute mit dieser Folge. Ich hätte jetzt noch bei was ich gerade toll finde gesagt, dass ich wieder, also dass ich seit 2018 Holländisch lerne mit Duolingo, aber jetzt nicht so fleißig, dass ich jetzt fließend sprechen könnte. Deswegen sage ich jetzt auch nichts. Aber genau, das werde ich mit dem Sprachenlernen auf einen anderen Podcast verschieben und wünsche euch bis dahin eine faserverzückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Tschüssi! Ich bedanke mich für die Musik bei Pyrosion für den Anfangstrack Road Trip und bei Cloud Kicker, das ist ein Musiker auf Bandcamp für die Jingles. Ich verlinke alles, worüber ich rede und auch die Musiker in den Shownotes und die findet ihr unter urbane-spinnstube.wordpress.com. Und ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter urbanespinnstube@gmail.com.